Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, lange, lange ist es her, dass ich ein Video aufgenommen habe. Deswegen ist das Ganze jetzt hier auch ein bisschen komisch für mich. Also bitte verzeiht es mir, falls es jetzt irgendwie total seltsam wirkt. Aber ich gebe mein Bestes, denn ich habe Lust, meinen YouTube-Kanal wieder zu beleben. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr gerne YouTube-Videos geguckt und auch wenn ich seit einem Jahr tatsächlich kein Video mehr hochgeladen habe, bekomme ich trotzdem immer weiter Follower. Und ja, das hat mich jetzt irgendwie in den letzten Tagen dazu inspiriert, doch nochmal was aufzunehmen. Und zwar, ja, ich bin kein Riesen-Beauty-Experte, ich bin keine Schminkexpertin, also wie ihr seht, ich benutze noch nicht mal Foundation jeden Tag. Mascara, Concealer und ein bisschen die Augenbrauen nachziehen, das war's für mich. Also auch die Themen sind jetzt nicht so für mich geeignet, dass ich hier mega coole Videos abliefern kann. Aber ich zeige ja auf meinem Blog schon sehr viel Fashion und Outfits und aktuell ist mein Lieblingsformat neben Aufgebrauch-Videos auf jeden Fall What a Wore in a Week oder What a Wore in a Month. Also wo einfach die Leute, denen ich folge, zeigen, was wir so in der Woche wirklich auch getragen haben. Und ja, das möchte ich jetzt gerne auch auf meinem Kanal einführen. Mein Plan, mein tollkühner Plan ist es, das jede Woche tatsächlich zu machen. Also jeden Morgen, bevor ich das Haus verlasse, würde ich kurz abfilmen, was ich trage. Und dann am Wochenende daraus das Video schneiden, das jeden Montag ein kleines Inspiration-Video gibt. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert, weil erstens müsste ich dafür auf jeden Fall immer früher aufstehen. Zweitens muss ich auch zugeben, dass meine Garderobe jetzt nicht allzu viel Variation zeigt und ich auch aus verschiedensten Gründen nicht jede Woche einen mega crazy Haul machen kann, wo ich mir was weiß ich wie viele tolle neue Klamotten kaufe. Also das wird wirklich ganz alltagstauglich, ganz gechillt. Man wird Teile öfter sehen, wie ich sie unterschiedlich kombiniere und so weiter und so fort. Also so richtig back to the roots, würde ich mal sagen. Und ich werde natürlich auch versuchen, das Ganze auf meinem Blog einzubinden. Auch hier so ein bisschen zu den Blogger-Wurzeln zurückkehren, weil ganz am Anfang waren es halt zu 90% Spiegel-Selfies auf Blogs und keine professionell produzierten High-Fashion-Strecken mit Klamotten, die sich eh keiner leisten kann und einem ganzen Team dahinter. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Neben dem Videofilm fotografiere ich halt auch ein bisschen davon und stelle die Sachen dann auf meinen Blog, auch jeden Montag, wenn auch dieses Video hochkommt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie gut sich das umsetzen lässt. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und dieses kleine neue Projekt von mir. Lasst mich mal gerne wissen, wie euch das gefällt, ob ihr darauf Bock habt oder ob ihr vielleicht noch andere Ideen habt. Ich weiß, dass mich auch viele abonnieren wegen meiner glutenfreien Videos, also rund um Zöliakie. Da kann ich sicherlich auch gerne noch das eine oder andere zu drehen. Also ich bin auf jeden Fall total motiviert und ja, freue mich auf den Austausch in den Kommentaren. Und jetzt geht's auch schon los mit meinen Outfits von dieser Woche. Viel Spaß damit! So, los geht's. Und der erste Struggle, den ich schon habe, ist, ich habe natürlich keine coole kleine Vlogging-Kamera, mit der ich das aufnehmen kann. Aber okay. Bin ich halt erstmal mit dem Riesending hier unterwegs. Alles halb so wild, los geht's. Ich trage heute ein ganz einfaches Outfit, denn ich bin jetzt gleich zum Frühstücken verabredet und wollte danach noch zu IKEA, was vielleicht eine ganz blöde Idee sein könnte, weil es Samstag ist und weil es regnet. Aber we'll see. Ich trage einen uralten Rolli. Der ist von H&M, der sitzt etwas lockerer, ist schwarz-weiß gestreift und hat hier ja, so einen Ansatz von einem Rollkragen, würde ich mal sagen. Das finde ich aber ganz angenehm vom Tragen her. Dazu trage ich eine schwarze Jeans, auch von H&M. Und dazu trage ich meine Adidas Tubular.
die ich wirklich super gern mag. Und dadurch, dass die halt so eine dunkle Farbe haben, sind die dann auch besonders bei so einem regnerischen Herbstwetter, wie wir es heute dann jetzt tatsächlich auch leider endlich haben, was heißt leider endlich, leider haben. Ich kann mich noch nicht so ganz vom Sommer verabschieden. Sind die halt einfach super. Und das ist dann nochmal mein kompletter Look für euch von heute. Da es, wie gesagt, schlechtes Wetter ist und auch etwas kälter geworden ist, habe ich noch eine Jacke drüber geworfen. Die ist von Zara. Und ja, so eine Art Pilotenjacke, aber in Khaki und nicht aus Leder, sondern aus Stoff, aus Baumwolle. Und die habe ich schon seit 2-3 Jahren und die liebe ich einfach über alles. Also die kann man einfach immer anziehen. Die passt wirklich zu jedem Anlass. Und da ich noch ein bisschen einkaufen muss und es gerne mag, wenn ich keine Handtasche mit mir rumschleppen muss, habe ich mich heute für meinen Turnbeutel entschieden. Der ist von Adidas, wie man unschwer erkennen kann. Und mit Leoprint. Der ist leider auch schon was älter. Und den benutze ich eigentlich tatsächlich wirklich für Sport. Aber heute soll er mich mal in die City begleiten. Genau. Und das ist dann der komplette Look für heute. Ich hoffe, er gefällt euch. Bis morgen. Hallo, es ist Sonntagnachmittag und ich hatte bisher tatsächlich außer meines Schlafanzugs und Jogginghose und T-Shirt nicht wirklich was an. Aber jetzt habe ich mich angezogen. Ich gehe jetzt eine Runde laufen und da das ja auch zu meiner Woche gehört, dachte ich, ich zeige euch mal mein Laufoutfit. Also zum Joggen, weil die Temperaturen es zulassen, habe ich mich für ein T-Shirt entschieden. Das ist ein ganz altes T-Shirt von Nike. Genauso wie meine Laufhose, die ist auch super alt, aber von Decathlon. Und die ist eigentlich ganz lang, also bis zu den Knöcheln. Aber ich habe die ein bisschen hochgekrempelt, weil ich das lieber mag. Ich mag das nicht, wenn die Hose so weit runter geht. Und als Laufschuhe trage ich meine Ons. Und jetzt geht's los. Guten Morgen, es ist Montag und Zeit für eine neue Arbeitswoche. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, mal einen Look im Büro zu tragen, den ich so noch nie getragen habe tatsächlich. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich trage oben ein Bordeaux, lila, dunkellila T-Shirt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe hier so rauskommt. Ich glaube eigentlich ganz gut. Von The Fifth Label. Und dazu trage ich meine Karottenhose. Und ich habe das T-Shirt mal hier oben reingecroppt. Das habe ich mich früher tatsächlich nicht getraut, muss ich ehrlich zugeben. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Was meint ihr? So sieht es dann im Ganzen aus. Ich habe noch gar keine Schuhe an, muss ich gleich mal nachholen und dann zeige ich es euch auch nochmal mit Jacke und welche Tasche ich dazu kombiniere. Da sie farblich am besten passen, habe ich wieder meine Adidas Tubular ausgewählt. Die haben einfach genau die gleiche Farbe, zufälligerweise wie das T-Shirt. Es ist draußen immer noch ein bisschen feucht und nass und da passt es einfach am besten. Als Tasche habe ich diese hier von Zara ausgesucht. Die liebe ich ja. Die erinnert mich so ein bisschen an die Yves Saint Laurent Taschen, die noch so ein bisschen out of my budget sind. Und dazu trage ich traurigerweise wieder einen Mantel. Aber es geht nicht anders bei dem Wetter. Und zwar ist das mit diesem Checked-Muster. Das ich super cool finde. Ich habe tatsächlich auch immer noch keinen richtigen Blazer, der so aussieht. Da muss ich auf jeden Fall nochmal Ausschau nachhalten. Genau, und so werde ich dann jetzt zur Bahn laufen müssen, weil ich ein bisschen spät dran bin. Guten Morgen, heute ist Dienstagmorgen und ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, das Wetter ist einfach nur schrecklich. Es regnet, es ist grau. Naja, harren wir mal dieser Wetterlage. Ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Ich gehe jetzt natürlich erstmal ins Büro
Und heute Abend bin ich auf einem kleinen Blogger-Get-Together hier in München und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und ihr seht es schon an den Lichtverhältnissen. Es ist wirklich richtig dunkel draußen. Ich trage ein blau-weiß gestreiftes Top von Mango. Dann diese doppelreihige Kette, die ihr natürlich aufgrund dieser riesigen Kamera überhaupt nicht sehen könnt. Da, die ist von H&M. Der Blazer ist uralt. Den habe ich jetzt mal wieder rausgekramt. Den finde ich aber ganz schön, weil der so fließend und locker sitzt. Der ist von Zara. Dazu eine Bucket Bag von Mango. Meine Topshop Jeans und dazu, ja, hatte ich mir jetzt mal ganz optimistischerweise meine Bow Slip-Ons rausgesucht. Aber ihr seht es im Hintergrund, da stehen meine Regenstiefel. Ich glaube, für die Bahnfahrt jetzt ist das die realistischere Alternative. Ja, und das ist der komplette Look für heute. Eine Jacke muss ich auf jeden Fall noch drüber ziehen und auch der Regenschirm wird mein Accessoire Nummer 1 werden. Genau, aber hier habt ihr es jetzt nochmal im Gesamtüberblick und ich gehe jetzt los zur Bahn. Guten Morgen, heute ist Mittwoch und es ist kaum zu glauben, aber nach 5 Tagen, glaube ich, ist endlich mal die Sonne wieder draußen und wir haben blauen Himmel. Es war wirklich richtig schreckliches Wetter, besonders gestern Vormittag. Und ja, ich finde, jetzt ist auf jeden Fall die Laune viel, viel besser. Und ich zeige euch jetzt mein Outfit, was ich mir für heute fürs Büro rausgesucht habe. Heute Abend geht es noch zum Sport. Also ich habe keine großartigen Pläne und da wir keinen Dresscode auf der Arbeit haben, ist es auch ein sehr, sehr gemütlicher Look geworden. So, hier ist auch schon mein Look. Ich trage heute mal anstatt meines eigentlich im Alltag üblichen Dudes einen Pferdeschwanz. Oben trage ich diesen Pullover, der mir irgendwie ein bisschen zu groß geworden ist. Der ist von Zara und eher aus so einem dünneren Material gehalten, weil es ja heute auch nicht mehr so eisekalt ist. Als Hose habe ich eine rosane, ja, Karottenhose mit dünnen weißen Streifen. Also ich glaube, das war auch in so einem Anzugset, aber den Blazer dazu besitze ich leider nicht. Und als Schuhe trage ich meine Stan Smith. Hier hinten seht ihr meine Tasche, die habe ich jetzt mal nicht an den Arm geklemmt, weil die viel zu groß ist. Das ist ein Weekender, ich zeige ihn euch mal, von H&M aus der Männerabteilung und ich möchte nach der Arbeit noch zum Sport gehen und da muss ich nicht 20.000 Taschen mitschleppen, da habe ich alles drin, meine Sportklamotten, mein Mittagessen und alles, was ich sonst noch so mitschleppe. Genau. Und das ist der Look dann im Ganzen. Und ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und freue mich darüber, dass die Sonne endlich mal wieder rausgekommen ist. Bis morgen!